Herzlich willkommen zu meiner Handschuhfabrik, denn in diesem Video werdet ihr ganz viele Handschuhe sehen, die ich hergestellt habe. Das sind noch lange nicht alle gewesen, aber ja. Warum habe ich Handschuhe hergestellt? Und zwar, ich hatte ja 2,3k an Schulden und ich habe überlegt, wie kriege ich die Schulden am schnellsten beseitigt. Also, ich habe mir ein bisschen den Markt angeguckt, ich habe überlegt, okay. 2,3k Won ist eine Hausnummer. Ich hatte tatsächlich sehr wenig Won übrig. Heißt, ich musste gucken, wie lege ich mein Won sinnvoll an, dass es einfach mehr wird. Und ich habe gedacht, okay, komm, ich riskiere es mit Handschuhen. Ich hatte Glück, es waren zu dem Zeitpunkt nicht viele Handschuhe auf dem Markt. Somit konnte ich quasi das Handschuhmonopol übernehmen. Hatte quasi sehr viel hartes Leder. Ich habe mir ein Gildenland ersteigert. Ich habe echt viel Won investiert, viel gemacht und es hat sich gelohnt. Mehr dazu gleich. Ja, die Shami, die hat natürlich ein Pet gebraucht und sie kriegt tatsächlich mein Kochsalz, mein Alastor des Kriegers. Und ich habe mir gedacht, okay, komm, ich habe gerade keine Lust, ein neues Pet zu leveln. Ich habe zwar auf dem Krieger jetzt ein neues Pet, es ist aber gerade mal Level 94 und ich wollte auf der Shami quasi ein fertig in Anführungszeichen 104, ein fertiges Pet haben. Und deswegen habe ich mal Kochsalz auf die Charme gegeben und der Krieger hat halt eben einfach ein anderes Typ 6er Pad oder Typ 5er, weiß ich gerade gar nicht. Und ja, und die Charme kriegt einfach dieses Pad und ich muss ja nur das Buch wechseln und dann ist ja die Sache schon gegessen. Und ja, somit hat die Charme jetzt ein Pad und ihr fehlt eigentlich, glaube ich, nicht mehr viel, außer halt eben die Schulden abbauen. Und vielleicht noch ein bisschen so Kleinigkeiten an Equipment. Ja, rein in die Transportbox mit dir und jetzt wirst du rüber gehandelt. Ja, Transportboxen sind sehr teuer geworden mittlerweile. Ich glaube, knapp über 2 Won kosten die echt schlimm. Ja, und somit ist das Pad bei der Charmy. Kurz mal rausholen, ob alles doch sicher angekommen ist. Zack, da ist Kochsalz. Yay. Ja, ansonsten Handschuhe, wie gesagt, bis zu 1,5 Carbon habe ich, denke ich, damit schon gemacht. Ich hatte das Monopol, konnte die Preise quasi bestimmen, dadurch, dass ich geringe Kosten hatte. Einfach 50 AW, Leute. Einfach 50 AW auf diesen PvP-Sachen. Ich fasse es nicht. Einfach Glück im Unglück. Ja, und da kommt nur Schmutz drauf. Also dadurch, dass ich das Monopol hatte in den Handschuhen, konnte ich quasi sagen, okay, oder mehr oder weniger das Monopol, konnte ich quasi gucken, wie tief kann ich mit dem Preis gehen, dass ich immer noch guten Gewinn mache. Und es hat sich für mich mehr als gelohnt. Ich habe relativ wenig Won investiert, habe das quasi dann, habe die Handschuhe verkauft, in verschiedenster Form, boniert, unboniert, als Schlangenhandschuhe, mit 6.7., ohne 6.7., dann verschiedene Variationen ausprobiert, habe das gewonnene Won dann wieder in den Handschuh investiert. Und habe dann quasi immer dadurch mein Won generiert und immer so weiter. Und irgendwann hatte ich halt, wie gesagt, relativ viel Won und habe das eben auch an meinen Kollegen gegeben, bei dem ich Schulden hatte. Der hat auch unter anderem ein paar Handschuhe auch abbekommen, so noch günstiger, als ich die verkauft habe. Aber er hat auf jeden Fall mit mir guten Gewinn gemacht, sagen wir es mal so. Ja, was soll ich dazu sagen? Handschuhe haben sich für mich auf jeden Fall sehr gelohnt. Also, das war eine Investition, die hat sich für mich sehr gelohnt. Aktuell lohnt sie sich gar nicht, weil es machen gerade sehr viele. Es gibt sehr viele Handschuhe auf dem Markt. Und ja, das war's mit der Handschuhfabrik. Ich hoffe, euch hat's gefallen und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Euer Snowy. Ciao!